Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets. CMC Markets, hier sind Trader zu Hause. Der DAX-Check mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Bergmann, schönen guten Tag. Freitag haben wir einen sehr starken DAX gesehen. Da sind wir sehr positiv ins Wochenende gegangen. Heute geht es nicht so positiv weiter. Wir sind schon wieder deutlich im Minus unterwegs. Wie sieht es denn technisch aus zurzeit für den DAX in dem Bereich? Ja, wie schaut es technisch aus? Wir befinden uns nach wie vor in einem Abwärtstrend, eben seit dem Frühjahr. Befinden uns weiterhin unter der wichtigen 10.000-Punkte-Marke. Was positiv ist, ist, dass wir ein, ja, ich sag mal, zweites Standbein hier vielleicht jetzt ausbilden können. Wir hatten das Tief, das erste Tief bei 9.340 Punkten gesehen, das zweite war dann bei 9.365 etwa. Jetzt geht es natürlich sehr schnell, eben dieses Standbein auszubilden. Dann würde eben diese Bodenformation eines Doppeltiefs sich bestätigen. Und dazu bedarf es jetzt eines schnellen Anstiegs, wie gesagt, als erstes über die Marke von 9.745 Zählern, das war das Freitagshoch. Hier wartet dann doch letztendlich eine ja, etwas massivere Widerstandszone und dann haben wir Luft bis 10.000 Punkte. Was tunlichst vermieden werden sollte, ist eben ein neuer Rückschlag unter die letzten Tiefs. Dann muss man sich erstmal von einer Jahresendrallye auf jeden Fall verabschieden. Und dann kann es durchaus nochmal ungemütlich werden. Ich habe mit Tradern gesprochen, die sagen, eine Bereinigung in dem Bereich von 8.500 Punkten wäre mal schön. Das sehe ich jetzt noch nicht, aber wie gesagt, es entscheidet sich jetzt in den nächsten Tagen, ob wir jetzt hier eine schnelle Erholung bekommen. Dann sehe ich auch das Potenzial, dass wir über 10.000 Punkte steigen von der technischen Seite her. Ansonsten, ja, wie gesagt, muss man sich mit fallenden Kursen beschäftigen. Soweit also schon mal klar die Ausgangssituation. Welches Szenario ist jetzt wahrscheinlicher und kann man jetzt schon auf irgendeine Richtung setzen? Also wir bewegen uns auf dem Schlusskurs, den wir an diesem schwarzen Montag am 24. August gesehen hatten, bei 19,40 etwa. Ich würde erst prozyklisch agieren, wenn wir die Marke von 9,745 eben übersteigen. Dann würde ich auch in einen DAX-Turbolong investieren, vorher nicht. Vorher, im Moment bewegen wir uns mehr oder weniger in einer Art Niemandsland und also ein Stop-Buy-Limit legen eben für diesen Turbo-Optionsschein im Bereich 9,750. Vorher würde ich hier auf der Seite, auf der Long-Seite nichts machen. Also das klare Signal abwarten auf der Long-Seite. Rät Thomas Bergmann vom Anlegermagazin Der Aktionär. Vielen Dank, Herr Bergmann. Ebenfalls.